Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, dein täglicher Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Heute ist es richtig früh, wenn ich hier zu dir in die Kamera spreche. Es ist kurz vor vier, Zeit für die Fahrt in die Alpen. Insgesamt über 1200 Kilometer, weil wir ein paar Umwege machen, um noch Leute einzusammeln. Denn wir fahren zu dritt in den Skiurlaub mit dem Model S. Und schaut mal, was heute Nacht passiert ist. Ist das nicht ein schöner Auftakt für die Reise in die Skiferien? Ich bin gespannt, wie die ganze Fahrt wird. Ihr seid natürlich mit dabei. Also, lasst uns losfahren. Es ist eine weite Strecke. Wir werden 8-mal laden und wahrscheinlich so um die 14 Stunden brauchen. Also, ich freue mich. Auf geht's. Wie ihr sehen könnt, schneit das hier richtig. Das ist für Schleswig-Holstein ziemlich ungewöhnlich und hat für mich jetzt gleich eine Erkenntnis gebracht. Und zwar der Abblendassistent, also Fernlichtassistent, funktioniert nicht bei geschlossener Schneedecke. Ich musste also, um jetzt hier mit Fernlicht fahren zu können, wieder den Abblendlichtassistenten ausschalten, damit ich überhaupt das Fernlicht anmachen konnte. Denn die Reflexion vom Schnee scheint so stark zu sein, dass der Fernlichtassistent denkt, ach, da ist Gegenverkehr und deswegen ist das Fernlicht aus. Eigentlich wollte ich auf dieser Strecke den Test machen, wie mein Performance-Update wirkt. Das kann ich mir natürlich bei dem Wetter schenken. Das muss ich dann machen, wenn die Straße wieder freier ist. Also auf geht's zur Skireise mit Schnee in Schleswig-Holstein. Den ersten Streckenabschnitt von 14 Kilometern haben wir schon geschafft. Ich habe deutlich länger gebraucht. Eigentlich sollte das so eine Viertelstunde, 14 Minuten dauern. Ich habe hier 25 gebraucht. Grund war natürlich der Schnee. Das wird auch jetzt nochmal richtig interessant, denn wenn wir weiterhin so viel Schnee auch auf der Autobahn haben, werden wir ungefähr 20% mehr verbrauchen. Also das heißt, das wird die Routenplanung ein bisschen verändern. Ich werde mal schauen, wie. Jetzt ist erstmal die erste Etappe von Kiel nach Bispingen geplant. Dort werden wir dann kurz nachladen und weiter geht's dann die A7 runter nach Süden. Also, kommt mit. Ich habe mal die Zeit genutzt und nachjustiert und zwar haben wir jetzt deutlich längere Ladezeiten. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auf dem Center Screen mal mit A Better Route Planner die Route eingegeben. Und was ich zusätzlich noch eingegeben habe, ist, dass wir Schnee bzw. Regen haben. Das sind plus 10%. Dann ist auch die Temperatur eingestellt bei um die 0 Grad. Und insofern hat sich jetzt einiges geändert. In Bispingen war eigentlich geplant, dass wir nur 10 Minuten oder 15 Minuten laden, je nachdem wie voll ich jetzt natürlich aus Kiel starte. Die erste Strecke hat jetzt schon etwas mehr verbraucht als ursprünglich geplant durch den hohen Schnee, der auf der Straße liegt. Ja, insofern müssen wir jetzt in Bispingen 36 Minuten laden und nicht mehr 10 Minuten und so zieht sich das bis unten durch. Wir werden also hier um die 13 Stunden 45 Minuten brauchen und ich will natürlich in Sölden dann nicht mit 10% ankommen, wie das jetzt hier eingestellt ist. Das kann ich noch mal ändern, sondern mit mehr. Dann gebe ich das hier ein und ich will dann mit 60% ankommen. Dann plane ich nochmal die Route und das ist eben wirklich, wie der Name schon sagt, Better Route Planner, denn ich kann hier sehr viele Sachen einstellen, die ich beim Tesla Navi nicht einstellen kann, denn dort habe ich keine Zwischenziele, das heißt, wir fahren ja über den Nussbaumweg in Karlsruhe, ich muss hier im Tesla Navi Nussbaumweg in Karlsruhe eingeben, damit er das Ganze kalkuliert. Allerdings lande ich dann damit, weiß ich was, 20% Rest oder so und muss sehen, wie ich weiterkomme. Und dafür ist eben der A Better Route Planner sehr günstig, weil er auch Zwischenziele erfasst und eben halt auch diese anderen Sachen wie Schnee oder sowas eingestellt werden können. Man kann den auch mit seinem Tesla-Konto kombinieren und dann Live-Infos bekommen. So, aber jetzt geht es erstmal weiter. Schauen wir, wie sich die Fahrt noch entwickelt. Ich bin jetzt in Bispingen angekommen und habe natürlich erwartungsgemäß mehr verbraucht als gedacht. Eigentlich war geplant, dass ich hier mit 40% State of Charge ankomme,
aber jetzt bin ich hier mit 23% angekommen. Das ist natürlich nachvollziehbar aufgrund der Situation. Die Strecke bis zur A7, also A215, war teilweise richtig hoher Schnee auf der Autobahn. Dementsprechend habe ich deutlich mehr verbraucht als erwartet. Unterwegs war immer mal wieder Schnee auf der Autobahn, aber nicht so viel. Insofern war das dann im weiteren Verlauf kein Problem. Jetzt sagt das Tesla Navi, wir brauchen 30 Minuten bis zur Weiterfahrt. Das Spannende ist, ich habe das mal verglichen mit den anderen Angaben hier von A Better Route Planner. Die können wir uns jetzt mal hier kurz anschauen. Wie ihr seht, hat A Better Route Planner bei der Prognose, dass wir mit 18% ankommen, etwas daneben gelegen. 23 sind es, wie gesagt. A Better Route Planner möchte gerne, dass wir bis 86% State of Charge laden. Das kann ich jetzt hier bei dem Tesla Navi nicht sehen. Bis Rügen sind es ja nur 154 Kilometer. Insofern brauche ich jetzt nicht hier extrem lange zu laden. Was ich ganz interessant finde, wenn man den Better Route Planner vergleicht, ne, der möchte, bis wir an unserem Ziel Zwischenziel in Karlsruhe ankommen, möchte insgesamt 5-mal laden. Wenn wir uns anschauen, was hier oben beim Navi von Tesla gezeigt wird, dann sollten wir nur 3-mal laden. Also einmal laden jetzt natürlich in Bispingen, das wird nicht mal angezeigt, und dann nochmal in Rüden und Mücke. Das sind zwei ganz unterschiedliche Strategien. Denn der Better Route Planner versucht, den besten Ladebereich immer auszunutzen. Wie ihr seht, laden wir hier immer von 10 bis 60, maximal 70%, hier mal ein bisschen mehr mit 75. Also das heißt, dort, wo die Ladekurve optimal ist, versucht er hier die Ladepausen zu legen. Das Tesla Navi geht eher auf Nummer sicher. Dort werden eher mehr oder längere Ladepausen empfohlen als kürzere. Das heißt, dort wird nicht so auf die Ladekurve geachtet. Während der Pause kann ich euch noch mal kurz zeigen, wie ich hier immer fahre, was ich eingestellt habe. Denn man kann natürlich den zentralen Bildschirm auch entsprechend für sich konfigurieren. Ich habe hier oben eben das Navi mit der Prognose von Tesla, hier unten den Better Route Planner. Hier habe ich manchmal auch dann einfach nur den Bildschirm für die Energie, also dass ich sehe, wie viel verbraucht wird. Heute habe ich jetzt mal Better Route Planner, weil wir mit Zwischenzielen fahren und das, wie gesagt, das Navi nicht machen kann von Tesla. Im Kombi-Instrument habe ich auf der rechten Seite immer die Energie. Und dann sehe ich hier nochmal den Verbrauch. Ich habe das auf der Autobahn immer so die letzten 50 Kilometer eingestellt, denn das gibt immer einen ganz guten Überblick über den Verbrauch. Und auf der linken Seite wird mir dann immer das Navi angezeigt, sodass ich dann auch noch zusätzlich zum zentralen Display sehen kann, wo ich langfahren muss. In der Mitte wird typischerweise, wenn ich dann natürlich fahre, das Auto angezeigt, und das Witzige ist, man sieht eben halt auch ganz genau, wenn er zum Beispiel bremst, wenn das Licht an der Hand, das wird alles angezeigt. Jetzt seht ihr gerade, lade ich hier mit 94 kW Ladeleistung, das ist schon ja, fast das Maximum, mehr als 96, 98 in der Spitze habe ich hier noch nie gesehen beim S75, rein rechnerisch kann er knapp 99 kW Ladeleistung verarbeiten. Wir haben jetzt gerade 8 Kilowattstunden in der kurzen Zeit, die ich hier mit euch spreche, geladen und sollen hier eben noch eine ganze Weile bleiben. Was ich ganz praktisch finde, ist, dass man hier immer sieht, wie der prognostizierte State of Charge ist. Das sind hier minus 16%. Ich werde heute schon so aufladen, dass ich mindestens auf 20% komme, denn ich weiß nicht, wie die Wettersituation ist. Wenn jetzt hier irgendwo nochmal zwischendurch richtig viel Schnee gefallen ist, dann wird sich der Verbrauch natürlich verändern. Denn im Moment hier in Bispingen liegt also ganz wenig Schnee. Das ist kaum zu sehen. Soweit der kurze Zwischenblick von Bispingen. Ich gucke mal nachher, wenn es heller ist, ob ich dann auch nochmal was von der Fahrt zeige. Aber im Moment über die dunkle Autobahn zu fahren, ist, glaube ich, nicht so interessant zu sehen. Also, wir hören uns beim nächsten Supercharger-Stopp.
dann in Rüden. Wir sind jetzt gut in Rüden angekommen und haben das Auto gerade vollgeladen. Wie ihr seht, ist richtig viel im Auto drin. Wir sind ja auch zu dritt. Der kleinste ist, glaube ich, gut 1,90, dann 1,96 und 2,06 Meter. Also es wird richtig voll im Auto, aber für das Model S ist das kein Problem. Was ich ganz spannend fand, ich bin ja mit 10% weniger State of Charge losgefahren, als mir der Better Route Planner vorgeschlagen hat, und habe dann die ganze Zeit geschaut, wie sich die Verbrauchsanzeige entwickelt, und habe festgestellt, dass der Better Route Planner offensichtlich eine höhere Geschwindigkeit annimmt. Also nicht 130, wie ich gefahren bin und wie das Tesla Navi, also der Trip Planner, annimmt, sondern ich vermute mal 140. Und dementsprechend habe ich also 10% vom State of Charge weniger gebraucht und bin problemlos in Rüden angekommen. Das heißt, vorhin habe ich ja gesagt, Tesla sagt dreimal laden, Better Route Planner fünfmal. Es liegt einfach daran, dass er bei den Freistrecken, also unbeschränkte Geschwindigkeit, eine höhere Grundgeschwindigkeit annimmt. Das war der Unterschied, und da hatte ich vorhin auch gesagt, 50 Minuten müssen wir laden, aber das waren natürlich nur 20 bzw. 30. Da hatte ich dann schon bei Rüden das gesehen, aber ich denke mal, das habt ihr auch schon gemerkt. Also, jetzt sind wir hier gleich fertig mit Laden in Rüden, dann geht es weiter Richtung Sölden. Ich bin jetzt in Mücke angekommen, ein Supercharger mit 6 Stalls. Einer war belegt, ich habe mir einen anderen freien ausgesucht und es hat genau geklappt, dass ich hier mit 10% State of Charge angekommen bin. War wieder eine ziemlich schneereiche Fahrt, aber jetzt ist endlich so ein bisschen das Wetter aufgeklärt und ich denke, jetzt geht es angenehmer weiter. Vor dem Zwischenziel werde ich jetzt nochmal laden, obwohl Tesla sagt, nee, mach das nicht, du kommst mit 13% an, ist richtig, aber ich komme dann nicht weiter, denn ich möchte nicht zum Zwischenziel, sondern weiterfahren. Insofern lade ich vorher nochmal am nächsten Supercharger und hatte vorher über den Better Route Planner herausgerechnet, wie viel ich dort laden muss. Und dann weiß ich das und fahre von da aus weiter und nehme dann nach dem Zwischenziel das Endziel ins Navi. Also, laden wir kurz, das sind hier nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, und dann geht's weiter. Ich bin jetzt in Hirschberg angekommen und wie ihr seht, lade ich relativ langsam, nämlich nur mit 72 kW, obwohl ich 20% State of Charge habe. Eigentlich müsste das jetzt so 96, Mitte 90 sein. Das Problem ist nur, der Supercharger ist voll. Also hier ist jetzt nur noch ein einziger Stall übrig und das heißt, nebenan steht auch schon ein weiterer und die ganzen anderen Ladesäulen sind auch belegt und deswegen wird die Ladeleistung hier aufgeteilt und habe ich nur noch 72 Kilowattstunden. Das ist insofern etwas ungünstig, weil ich nämlich jetzt gerade hier bei 21% State of Charge bin, aber 70 brauche. Das heißt, ich werde wohl eine ganze Weile warten müssen. Ich denke, das Problem ist, dass hier gerade am Sonntag viele Leute dann ihren Tesla zum Laden fahren an die Supercharger. Wobei einen habe ich gesehen, habe ich vorher auch schon in Mücke getroffen. Der ist genauso wie ich ein Durchreisender. Aber bei den anderen ist es schon sehr verdächtig, dass hier die Leute im Auto sitzen und ja, Zeitung lesen oder weiß ich was machen. Und am Sonntag kann ich mir vorstellen, dass das Leute sind, die dann auch mal am Wochenende ihren Tesla am Supercharger kostenlos aufladen wollen. Mal schauen. Ich werde das mal beobachten. Ist jetzt der erste Supercharger, der so voll ist, dass die Ladeleistung reduziert ist. Zum Glück sind es 70 kW, die hier reinfließen, sodass ich wahrscheinlich, ja, ich denke mal, anstatt der halben Stunde eine Dreiviertelstunde laden muss. Wir werden sehen, wie lange es dauert. Ich melde mich dann, wenn ich wieder zurück bin. Ich habe Glück gehabt, der Tesla nebenan ist weggefahren. Wie ihr sehen könnt, steht da keiner mehr. Und sofort ist die Ladeleistung hochgegangen. Und ich bin jetzt wieder bei den prognostizierten 94 kW Ladeleistung. Also Glück gehabt, wahrscheinlich brauchen wir doch nur eine gute halbe Stunde.
Jetzt sind wir in Leonberg angekommen. Wie ihr seht, ist es auch wieder richtig voll. Das heißt, ich muss hier auch schon wieder die Ladeleistung teilen. Insofern dauert das ein bisschen länger als geplant. Eigentlich waren nur 13 Minuten angedacht. Aber jetzt stehen wir hier wahrscheinlich 20, 25 Minuten, um weiterzukommen. Ich hoffe, dass der nächste Supercharger dann nicht so überfüllt ist. Also langsam wird es richtig voll hier. Also wie das mit dem Model 3 klappen soll, da bin ich skeptisch. Was eben noch richtig cool war, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben einen Erlkönig gesehen von Mercedes. Ich packe euch das Video mal hier rein. Keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Vielleicht habt ihr eine Idee. Packt mal eure Überlegung in die Kommentare. Jetzt sind wir am Supercharger in Ulm angekommen und endlich hatte ich mal Glück. Ich war der Erste. Insofern ist hier die volle Leistung für mich da gewesen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geladen. Inzwischen ist es richtig voll geworden. 4 Leute, also jeder Stall, Doppelstall hat seinen Nutzer. Insofern wird mit dem nächsten jetzt die Leistung reduziert. Ja, wir können ja mal kurz reinschauen, wie es bei uns aussieht. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg in den Skiurlaub. Hallo. Das heißt, hier hinten ist es richtig voll. Da drüben sind die Boards. Und hinten haben wir auch richtig vollgepackt. Ja, die Fahrt läuft bisher sehr gut. Trotz des ganzen Schneefalls und unterschiedlichen Witterungen sind wir gut durchgekommen. Und ja, ich denke mal, jetzt werden wir noch einmal laden in Lermoos. Das ist so 80 Kilometer vor Sölden. Und dann sind wir für heute auch fertig und werden dann hoffentlich an unser Ziel kommen. Ich denke, wenn alles gut geht, werden das so 17 Stunden dann geworden sein, durch den ganzen Schneefall und so. Naja, ich werde euch Bescheid sagen, wenn wir da sind. Also kommt mit auf die letzte Etappe zum letzten Laden. Jetzt sind wir in Lermoos, den letzten Supercharger vorm Ziel, noch knapp 80 Kilometer. Das wären 1,5 Stunden, die wir noch brauchen. Ich habe gerade noch mal mit dem Vermieter gesprochen, der war sich nicht ganz so sicher, ob wir dort laden können oder nicht. Also werde ich ein bisschen mehr reinpacken. Zum Glück gibt es im Ötztal aber auch einen Schnelllader, wo ich dann zur Not laden kann. Also wird höchste Zeit, dass wir weiterkommen, denn es ist schon ziemlich spät, wie ihr seht. Wahrscheinlich kommen wir erst um 21 Uhr dort an. Also, los geht's. Wir haben es geschafft. Wir sind in Sölden gelandet. Jetzt ist es kurz nach 21 Uhr. 4 Uhr bin ich gestartet, also insgesamt 17 Stunden. Wir hatten viel Schnee. Wir haben noch einige Umwege gemacht für die 1200 Kilometer, aber doch ziemlich lange. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir hier unsere Skireise uns erholen. Ich melde mich morgen wieder. Schön, dass ihr bei der Fahrt mit dabei wart. Wir sehen uns. Come on, come on, come on, come on.